Fall 11. Nach all der Zeit als hauptsächlich stille Mitleserin möchte ich euch heute nun doch mal von dem einzigen mysteriösen Erlebnis erzählen, welches ich in meinem bisherigen Leben gehabt habe. Es muss ungefähr im Jahr 2008 gewesen sein. Meine Mutter und ich waren in einem Einkaufszentrum am Rande Berlins, Havelpark, und fuhren im Auto nach Hause. Mein Sohn war damals etwa 1,5 Jahre alt und saß in seinem Kindersitz auf der Rückbank. Die Strecke vom Havelpark nach Kladow, Spandau, führt durch ein großes Waldgebiet. Die Straße schlängelt sich da so durch, und für eine ganze Weile sind nirgends Häuser zu sehen. Es war ein relativ schöner Tag, und in unserer Sichtweite, die Straße führte an der Stelle für mehrere hundert Meter geradeaus, war kein anderes Fahrzeug zu sehen. Plötzlich sah ich für den Bruchteil einer Sekunde eine schwarze, schattenähnliche Gestalt auf der Straße auftauchen, etwa 30 bis 40 m vor uns, die mit einem Wahnsinnstempo links im Gebüsch verschwand. Bevor ich etwas sagen könnte, sagte meine Mutter zu mir: "Hä, hast du das gesehen?" Ich bejahte, und da wir uns weder das plötzliche Auftauchen, noch das Verschwinden dieser Person erklären konnten, fuhren wir etwas langsamer und beobachteten den linken Fahrbahnrand, um zu sehen, wohin die Gestalt so schnell verschwunden war. Wir dachten, dass da mit Sicherheit ein kleiner Weg oder Durchgang ist. Und dann wurde es wirklich seltsam. Der linke Straßenrand war gesäumt von einer dichten, grünen, etwa 3 Meter hohen Hecke. Nirgends war ein Durchgang, eine Lücke, eine Schranke oder ein Weg. Es war einfach nur undurchdringliches, in typische Heckenform geschnittenes Gebüsch. Wir waren völlig perplex und konnten uns das einfach nicht erklären. Es war einfach nicht möglich, dass ein Mensch dort irgendwo durch kann, auch nicht 20 Meter weiter vor oder zurück und schon gar nicht in so einem blitzartigen Tempo. Ich muss dazu sagen, dass meine Mama ein absolut bodenständiger Mensch war, der alle Mysteriösen oder Paranormalen mit großer Skepsis begegnete. Als ich klein war, erzählte mir meine Oma einmal, sie hätte früh morgens gegen 5 Uhr auf dem Weg zur Arbeit ein Kreuz neben dem Mond gesehen. Ich war völlig fasziniert, da meine Oma ebenfalls eine absolut vertrauenswürdige Person ist, aber sogar dazu meinte meine Mutter nur: "Illa, glaub das nicht." Bei dem Erlebnis mit der Schattengestalt aber gab es überhaupt keinen Zweifel. Wir hatten sie ja beide urplötzlich auftauchen und in der undurchdringlichen Hecke verschwinden sehen. Meine Mama ist 2017 an Krebs verstorben. Ich vermisse sie unfassbarer doll. Wie gerne würde ich mich noch einmal mit ihr darüber und über so vieles andere unterhalten. Hat jemand von euch vielleicht mal etwas Vergleichbares erlebt? Eine schwarze, schattenhafte Gestalt, die plötzlich irgendwo auftaucht und nach kurzer Zeit wieder verschwindet? Antwort: Ja, ich habe sowas mal gesehen, aber das war ganz bestimmt ein richtig echter Mensch in schwarzen Klamotten und mit Sturmhaube. Der wusste auch ganz genau, was er tut und wann er es tun muss, um beim Betrachter größtmögliche Verwirrung zu stiften und rechtzeitig verschwunden zu sein, bevor jemand genauer hinsehen kann. Und ich gehe davon aus, dass er dafür lange geübt hat. Fall 12. Passiert ist das vor vielen Jahren an der Uni, einstöckiger Flachbau mit umlaufenden, teils freiliegenden Gängen und Rampen. Daneben Wiese, unter den Rampen einige Kellerfenster. Die Keller haben wir damals nicht regulär benutzt. Zugänge und Fenster kannte ich nur geschlossen und diesen bestimmten Keller kannte ich vorher sogar überhaupt nicht. Ich näherte mich dem Gebäude zu Fuß in einer relativ ruhigen Stunde, als nicht viele Leute unterwegs waren. Sommer, tagsüber, gutes Licht. Vom Gebäudedach aus kann man die Umgebung gut beobachten, wird aber selbst nicht unbedingt gleich gesehen, zum Beispiel in der Hocke oder im Liegen nicht. Aufs Dach kommt man recht einfach. Als ich vielleicht noch 10, 15 Meter weg bin, springt ein dünner, kleiner Mann in schwarzer Kleidung vom Dach auf die Rampe, beziehungsweise eher auf ihr Geländer, rollt sich daneben auf die Wiese ab,
dabei direkt unter die Rampe, und ist verschwunden. Komplett. Das ging wirklich abartig schnell und war im Grunde genommen eine einzige, flüssige Bewegung. Vor allem das Manöver auf dem Boden war weit weg von allem, was ich vorher jemals bei irgendwem gesehen hatte. Parkour war damals noch nicht das große Ding, und mir zum Beispiel völlig unbekannt. Unter der Rampe fand ich eins dieser Kellerfenster, das mir vorher noch nie aufgefallen war. Geschlossen. Zum Nachsehen muss man sich hinknien, die Rampe ist dort abschüssig und hat nicht viel Abstand zum Erdboden. Das Fenster selbst ist wirklich klein, ich hätte da zum Beispiel sicher nicht innerhalb so kurzer Zeit durchgepasst. Dafür muss man schon sehr dünn und beweglich sein. Im Keller brannte Licht, zu erreichen war er aber nur vom Innenhof aus. Bis ich dort war, war darin natürlich niemand mehr. Und ich habe auch niemals rausgefunden, wer das war. Einen Rückwärtssalto vom selben Dach habe ich später mal jemanden machen sehen, für ein Filmprojekt. Ist, ne Kunsthochschule. Der passte körperlich aber nicht zu dem anderen Stand und hätte das niemals so hinbekommen. Mein Bruder hat auch mal was in der Art erzählt. Begehung einer Industrieruine mit einer Studentengruppe, wo der Gruppenführer plötzlich meinte, er hätte was entdeckt, und sie müssen jetzt alle ganz schnell raus da. Dann erschien eine schnell laufende Person in Schwarz direkt neben den losrennenden Besuchern, rannte ein Stück im Gebäude neben ihnen her und verschwand plötzlich seitlich, im Nichts, zumindest nicht durch eine eindeutig erkennbare Tür. Das hörte sich natürlich arg nach einem gut geplanten Scherz an, aber eine offizielle Erklärung dafür gab es auch nie. Vor allem nicht dafür, wohin der Läufer sich so schnell verdrückt haben könnte. In einer anderen Story gab es hier vor vielen Jahren mal sowas Ähnliches, aber das finde ich nicht mehr. Es war auch nicht der Kern der Geschichte, sondern nur ein Randgeschehen. Irgendwas mit Straße, Spaziergängern, Auto und Hund. Rand eines Wohngebiets, spätabends. Da war dann auch ein Fußgänger innerhalb eines Augenblicks, vorbeifahrendes Auto. Verschwunden, der vorher noch ganz normal unterwegs war, auf der anderen Straßenseite. Und dort war auf den ersten Blick auch nichts, wo das möglich gewesen wäre, nur Mauern und Hecken. Es gab aber eine sehr wahrscheinliche Auflösung dafür. Irgendwas mit einem Graben und einem winzigen Gartentürchen, das im spitzen Winkel nicht gleich zu sehen war. Dort muss die Person wohl durchgegangen sein, vielleicht hat sie sich vorher noch in den Graben geduckt oder eben genau auf ein vorbeifahrendes Auto gewartet, um den Beobachter einfach zu wereppeln. Fall 13. Hallo ihr Lieben. Ich weiß nicht, ich habe mich hier mal angemeldet, weil ich mich mal irgendjemandem mitteilen muss, der mich nicht immer gleich für verrückt hält. Ich möchte einfach gerne mal ein paar Meinungen lesen darüber. Mal ein wenig zu mir. Ich bin 26 Jahre alt und wohne mit meiner Tochter alleine in einer Wohnung, wo ich nun schon seit 7 Jahren lebe. Ich habe schon als Kind, ab 11 Jahren bewusst bemerkt, dass ich nicht alleine bin. Wie sagt man das? Ich hatte früher immer das Gefühl, dass mich was beobachtet und hatte Angst davor. Als ich älter wurde, so 15, kamen Geräusche dazu, nicht nur nachts, sondern auch am Tag. Also hörte ich zum Beispiel Schritte auf den Boden oder sah etwas vorbeihuschen. Ich beschäftigte mich eine Zeit lang sehr viel mit dem Thema Geistern, aber irgendwie bin ich mir nie schlüssig geworden, was es nun ist. Es ist eigentlich auch egal, was es ist. Ich bin damals mit dem Papa meiner Tochter hier in meine Wohnung gezogen und habe oft das Gefühl gehabt, zum Beispiel eine Schattengestalt zu sehen. Einmal lag ich im Bett und hatte das Gefühl, dass sich etwas neben mich gesetzt hat. Die Matratze gab nämlich so nach. Aber das war eher eine Schlafparalyse. Ich weiß nicht mehr genau, was alles war. Nur die Dinge, die in letzter Zeit passieren, bringen mich dann ab und zu wieder zum Nachdenken. Abends saß ich im Wohnzimmer auf der Couch, ich war alleine zu Hause und plötzlich fiel im Kinderzimmer Spielzeug aus dem Regal. Als ich schauen ging, lag es halt mitten im Zimmer. Da fragte ich mich, wie das passieren kann.
Naja, hab mir nichts weiter dabei gedacht, wie gesagt, erlebe sowas öfter. Als ich ins Wohnzimmer zurückkam, schwang meine Lampe hin und her und das Verrückte war, mein Kaninchen rannte wie wild in seinem Käfig hin und her. Hab daraufhin meine Wohnung verlassen und bei meiner Freundin geschlafen. Vielleicht ein feiger Zug von mir, aber ich bin anfällig für sowas, wenn meine Tage auch sehr stressig waren. Ich hatte einfach IW-Panik. Mein Freund saß gestern in der Badewanne und ich auf der Couch und meine Tochter spielte im Kinderzimmer. Plötzlich kam eine Murmel vor der Couch hervorgerollt. Ja, eine kleine Murmel. Meine Tochter spielt öfter mit denen, aber ich fragte mich so, warum sie auf einmal vorkommt, obwohl seit Wochen keiner mit Murmeln gespielt hat. Ich ging zu meinem Freund ins Bad und zeigte ihm die Murmel, denn genau diese Situation hatten wir vor zwei Monaten schon einmal, als wir beide auf der Couch saßen. Ich musste schon ein wenig schmunzeln, aber mein Freund hat sehr dolle Angst vor sowas. Abends lagen wir im Bett und schauten einen Film. Mein Freund schreckte auf und schrie schon halb: Schatz, da ist etwas gehuscht im Spiegel. Er konnte mir auch beschreiben, wie es aussah. Es war eine Schattengestalt. Ich hab es gar nicht so eng gesehen und ihm nur gesagt, dass er keine Angst haben braucht. Heute waren wir bei meinen Eltern und als wir zurück nach Hause kamen, ging ich ins Bad, um meine Hände zu waschen. Dann klopfte es am Fenster. Mein Freund war völlig erschrocken. Naja, was soll im dritten Stock auch am Balkonfenster klopfen? Das fand ich irgendwie komisch. Es sind manchmal so kleine Dinge, die ich gar nicht mehr für voll nehme. Ich habe es meine Engel genannt und sage immer, meine Engel sind hier und beschützen uns alle. Naja, ich hoffe, mich hält hier keiner für verrückt. Fall 14. Seit meiner Kindheit sehe ich diese Wesen. Es fing an, dass ein großer Mann, ganz in Schwarz gekleidet mit einem langen Mantel und einem großen Hut, vor meinem Bett stand. Ich war damals vielleicht 5 Jahre alt. Ich hab mich dann unter meinem dicken Federbett verkrochen und habe vor Angst gezittert. Auch heute noch sehe ich ihn im Augenwinkel vorbeihuschen. In meiner Familie haben so einige das zweite Gesicht. Ich nehme Seelen durch Geruch und Gefühl, zum Beispiel Kälte und meine Empathie, wahr. Sehen kann ich sie nicht immer. Eine Bekannte und ich haben auch Erfahrungen bzw. Begegnungen mit Schattenwesen gehabt. Würde sie nicht als Schattenmenschen beschreiben, da sie alles andere als menschlichen Ursprunge sind. Nur sehr selten sind schwarze Wesen einmal menschlich gewesen. Ich glaube, von den Wesen, von denen hier alle reden, sind eher dämonischen Ursprunges. Würde auch dazu passen, dass man sie nur kurz sieht und wenn man direkt hinschaut, sofort weg sind. Der Mensch denkt, er bilde sich das nur ein und werde verrückt. Diese Wesen sind sehr manipulativ. Antwort: Eine Bekannte hatte als Kind in einem sehr großen Haus gewohnt. Eine alte Villa. Nicht nur einmal erschien ihr ein Schattenwesen mit brauner Kutte. Das Gesicht tiefschwarz. Als sie dort auszogen, zeigte sich kein Schattenwesen mehr bis vor circa 2 bis 3 Jahren. Es stand plötzlich neben dem Bett und sagte zu ihr: Und du hast mich nicht vergessen. Auch ich habe Begegnungen mit Schattenwesen gehabt, die nicht beim Hinsehen verschwunden sind. Ganz im Gegenteil. Sie haben sich bewusst gezeigt. Sie wirkten sehr bedrohlich. Sie haben versucht, mich zu packen und anzugreifen. Nur weil sie momentan nicht mehr zu sehen sind, heißt das nicht, dass sie verschwunden sind. Vielleicht haben sie sich nur zurückgezogen, eben weil du dir jetzt sicher bist, dass du dir das nicht einbildest, weil deine Tochter ebenfalls die Gestalt gesehen hat. Du hast sie praktisch entlarvt. Ich hoffe, dass sie euch nun in Ruhe lassen und nichts Schlimmeres anstellen. Fall 15. Hallo zusammen. Ich fange gleich mal an. Immer wieder habe ich im Laufe meines Lebens Schattenmenschen gesehen. Ich glaube, viele kennen das, man sich was Dunkles aus dem Augenwinkel irgendwohin huschen. Man spürt, dass da etwas war. Ich habe es lange als Hirngespinst oder optische Täuschung etc. abgehakt. Manchmal waren die Schattenmenschen aber sehr real für mich.
in meinem letzten Zuhause sogar sehr oft zu sehen. Oder sehr nah. Seit ich oder wir hier wohnen seltener. Nun zum Punkt. Es ist schon einige Zeit her, die letzte Begegnung, und seither denke ich immer wieder daran. Ich war mit den Kindern alleine zu Hause. Wenn mein Mann nicht da ist, wollen beide zu mir im Bett. Wir waren gerade so am Hinliegen und ich hatte die Tür einen Spalt offen, im Flur war Licht. Da huschte es deutlich vorbei. Genau in diesem Moment fragte meine große Tochter ganz überrascht, wer da draußen ist. Das heißt, sie hat es auch gesehen und es ist real. Leider konnte ich seit diesem Vorfall nie mehr einen sehen, obwohl das sonst echt regelmäßig der Fall war. Ich sehe sie auch, allerdings nicht überall. Es gibt draußen einen bestimmten Ort, an dem ich sie häufig, eigentlich fast immer sehe. Immer nur für einen Bruchteil einer Sekunde, manchmal auch etwas länger, vielleicht eine halbe Sekunde lang und immer im Augenwinkel. Wenn ich direkt hinsehe, sind sie sofort verschwunden. Ich sehe sie in verschiedenen Größen und in Menschengestalt. Große, kleine und ganz kleine. Ich vermute oft, dass die ganz kleinen Kinder sein könnten und alle sind von der Farbe eher hell, beziehungsweise transparent. Habe aber an anderen Orten auch schon dunkle gesehen. Ich habe auch öfter das Gefühl, vor allem wenn ich nachts in einem Feldweg bin, dass da was ist, auch wenn ich nichts sehe. Ich spüre eine Art von Angst, eine gewisse Präsenz, dass da etwas Böses ist. Ich lasse mich aber davon nicht beeindrucken, beziehungsweise verjagen, weil die ja gar keine Kraft haben, einem was zu tun. Ich ignoriere sie ganz einfach. Fall 16. Hallo. Ich hatte mal ein komisches Erlebnis. Als ich circa 9 Jahre alt war, bin ich nachts wach geworden und sah vor meinem Bett eine Gestalt knien. Erkennen konnte ich nur, dass es sich um ein Mädchen gehandelt hat. Sie wird mein Alter gehabt haben. Und hatte lange glatte Haare und hat eben vor meinem Bett gekniet. Ich habe mich so erschrocken, dass ich mich ruckartig zur Wand gedreht habe und mir den Kopf gestoßen habe. Meine Mutter sagte mir vor ein paar Jahren, dass ich dieses schwarze Kind öfter gesehen habe. Und auch sie glaubt nicht, dass ich mir das eingebildet habe. Was kann das gewesen sein? Es war ja wie ein Schatten. Meiner kann es nicht gewesen sein, dass ich gelegen habe. Auch heute habe ich Angst davor, dass ich das nochmal sehe. Und ganz oft habe ich in manchen Räumen das Gefühl, dass da was ist. Dann bekomme ich einen innerlichen Druck und muss aus dem Zimmer. Wenn ich den Raum verlassen habe, ist dieser Druck weg. Eine Bekannte meinte mal, dass ich Seelen spüren könnte. Wäre für mich die logischste Erklärung. Antwort: Hallo. Ich habe mit circa 7 oder 8 Jahren genau solch eine Gestalt gesehen und war seitdem auf der Suche nach Informationen über diese Wesen. Gestern habe ich in einer Dokumentation von diesen Schattenmenschen gehört und bin beinahe vom Stuhl gefallen. Das war genau das, was ich gesehen hatte. Jetzt habe ich recherchiert und bin dadurch zu euch gekommen. An alle Zweifler, ich bin kein Mensch, der einfach alles glaubt. Ich bin selbst ein ziemlicher Zweifler und doch kann ich nicht bestreiten, dass ich vor knapp 20 Jahren genau ein solches Wesen gesehen habe, direkt bei meinem Nachbarn, als wir Kinder am späten Nachmittag Verstecken gespielt haben. Ich habe keine Aliens gesehen, keine Geister, keine UFOs. Ich habe genau das gesehen, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe die Gestalt, die sich ein wenig wellenartig bewegte, wie ein Schatten auf Wasser, direkt vor mir gehabt, in circa 6 bis 10 m Entfernung und nicht im Augenwinkel. Mein Spielkamerad, der auf eben diesem Nachbargrundstück wohnte, stand neben mir und wir sind beide gleichzeitig in der Bewegung stehen geblieben, als wir es sahen. Und nein, es lag nicht als Schatten auf dem Boden, sondern stand wie eine zweidimensionale Gestalt vor uns. Ich will hier niemanden überzeugen oder eine Diskussion vom Stapel brechen. Ich wollte nur mal einen Erfahrungsbericht hier lassen. Liebe Grüße. CH. Habe mal so ein Schattenwesen-Dingens gesehen. Es kann doch keine Einbildung sein, wenn so viele es bereits gesehen haben.
Immer wieder sehe ich es aus dem Augenwinkel. Komischerweise hat es dann fast immer Katzengestalt. O.O. Punkt. Wenn ich hinsehe, ich es jedoch entweder schon weg oder haut sofort ab. Eines Abends habe ich mich erschrocken umgedreht, hab nichts gehört oder so einfach aus Instinkt irgendwie, und da stand es. Punkt. K. 2 Meter groß menschliche Gestalt, es war kein Schatten an der Wand, mehr mitten im Raum stehend einfach nur schwarz ohne Details eines Gesichts oder so, doch es ist dann verschwunden. Punkt. Hat sich sozusagen so rauchartig in Luft aufgelöst. Ein paar Tage später hab ich es dann durch eine Wand rennen sehen. O.O. Es sah echt mega unheimlich aus, hab Angst es wieder zu sehen. Punkt. Das erste Mal, als es direkt hinter mir stand, hat mich echt zu Tode erschrocken. Fall 17. Hey. Mir geht's ebenfalls so, das ist auch der Grund, warum ich im Forum beigetreten bin. Seit ich vor ein paar Tagen in Spanien war und nachts allein rumgelaufen bin, hab ich Schatten aus den Augenwinkeln gesehen. Punkt. Erst dachte ich, es wäre Einbildung, weil es allein schon etwas gruselig war, aber dann war ich mit Freunden draußen und habe sie wieder gesehen. Als ich fragte, ob es noch einer gesehen hat, schüttelten sie alle den Kopf. Es war echt komisch und seitdem ich dort war, hat es angefangen. Vielleicht verfolgt mich etwas oder ich bin einfach nur paranoid. Also denke ich, dass es wirklich Schattenmenschen gibt, denn ich sehe sie immer wieder. Fall 18. Hi. Ich hoffe, ihr haltet mich jetzt nicht für verrückt oder so, aber ich glaube auch schon mal so etwas gesehen zu haben, aber etwas anders als in den ganzen Beschreibungen hier. Ich sitze oft bis spät in die Nacht vor dem PC, vielleicht so bis um 3. Und manchmal sehe ich dann im Augenwinkel etwas Dunkles, das sich nicht bewegt. Sobald ich hinschaue, ist es weg. Aber das passiert mehrmals in der Nacht, und das fast jedes Mal. Das kann auch an der Übermüdung liegen, und weil ich mich die ganze Zeit sehr konzentrieren muss. Aber trotzdem ist es sehr merkwürdig. Der Raum ist komplett dunkel, bis auf eine kleine Lampe. Also dort kann keine andere Lichtquelle reinscheinen, oder so. Genau deshalb finde ich das so merkwürdig. Fall 18. Ich lebe zurzeit in einem Dorf in Niedersachsen, das paranormal ziemlich aktiv sein muss, oder das Trinkwasser ist mit LSD versetzt. Man hört hier abends in den Straßen manchmal metallische Schleifgeräusche, und hier ist ein Rentneranteil von über 70% und der Rest geht um diese Zeiten auch nicht vor die Tür. Dann sahen mein Bruder, ein Bekannter und ich vor ein paar Tagen auf einer Wiese Nebelgestalten, die wie Reiter aussahen. Dazu kommt, dass in besagter Nacht extrem viele Sternschnuppen sichtbar waren, falls das irgendwie damit zusammenhängt. Weswegen ich aber eigentlich schreibe, ist ein Schattenwesen, was scheinbar nur mir auf den Zeiger geht, in einem Waldstück, der abends ziemlich bis komplett dunkel ist, habe ich ihn, denn der sieht schon eher männlich aus, zuerst gesehen. Ich ging wie jeden Abend von der Arbeit nach Hause und sah etwas Dunkles auf dem Weg zur Brücke stehen. Gut, ich dachte, wer außer mir noch so dumm ist, abends allein hier durchzustratzen. Aber als er / es näher kam, bekam ich sofort so ein richtig mieses Gefühl. Jetzt weiß ich auch warum. Ich war in der Mitte des Waldstückes, D.H. vor oder zurücklaufen wäre egal gewesen, also lief ich weiter und tat so, als hätte ich das Teil nicht gesehen. Natürlich griffen zu Hause diverse Schutzmechanismen, von wegen Einbildung, Übermüdung etc. Punkt. Aber seitdem sehe ich ihn immer wieder. Und seit 2 Wochen nicht mal mehr nur im Wald, er stand sogar schon mitten auf der Straße, k. 30 Meter vor unserem Haus. Was haltet ihr davon? Verfolgt mich was? Bin ich paranoid? Und was könnte das überhaupt sein? Fall 19. Ich bin eben zufällig auf den Artikel gestoßen, weil mir die Überschrift sofort ins Auge sprang. Meine Freundin sieht auch öfter solche Schatten. Offenbar ist sie damit ja nicht alleine. Sie sieht sie momentan hauptsächlich im Altersheim, wo sie arbeitet. Das letzte Mal war es vor circa 2 Wochen.
Normalerweise erzählt sie mir sowas gar nicht mehr, weil sie mittlerweile weiß, was ich davon halte. Aber irgendwie sind wir durch dieses Forum hier wieder auf dieses leidige Thema gekommen und haben wieder angefangen zu diskutieren. Dann hat sie mir erzählt, dass sie abends mit ein paar Kollegen am Tisch saß und durch die halb geöffnete Tür bzw. den Tischpalt einen Schatten auf dem Flur vorbeilaufen sah. Daraufhin ist sie aufgestanden und wollte gucken, wer das war. Auf dem Flur war aber niemand. Eine menschliche Quelle, mal abgesehen von ihrer eigenen Fantasie, scheidet also aus, denn auf dem Stockwerk sind keine Bewohner. Es hätte nur sein können, dass sich einer der Bewohner im Stockwerk vertan hat und dann auf dem Flur umherirrt. Dem war aber nicht so. Langsam geht mir das Thema aber tierisch auf den Zeiger. Ich weiß, dass es keine Geister gibt. Sie sieht das aber anders. Unter anderem auch, weil sie halt gelegentlich diese Schatten sieht. Da prallen Welten aufeinander. Sie glaubt eben an den ganzen Esokram, Geister, Tarot, Hellseher und wie sie nicht alle heißen. Dann hat sie noch, ne Kollegin, die sie mit dem Scheiß noch richtig schön pusht, jeden Abend anruft, und dann legen sie sich gegenseitig die Karten. Ich hab sie dazu schon ins Schlafzimmer verbannt, weil ich den schwammigen Käse nicht mehr hören kann. Dann wird noch schön mit Energien argumentiert, aber keinen Blassen von Physik. Damit ist sie quasi prädestiniert für solche Erlebnisse. Allerdings ist sie weder dumm, noch verrückt. Sie ist auch sehr ehrlich. Ich muss ihr also glauben, dass sie die Schatten tatsächlich sieht. Ich weiß nur nicht, wie ich ihr glaubhaft erklären kann, dass das keine Geister sind. Dummerweise bin ich auch nie dabei, wenn sowas vorfällt und hab mein ganzes Leben lang noch nichts Unerklärliches erlebt. Langsam fängt es an, unsere Beziehung zu beeinträchtigen, weil mich ihre diesbezügliche Naivität nervt, und sie nervt es natürlich, dass ich das alles als Einbildung und Schwachsinn abtue. Sie will mir halt einfach nicht glauben, dass es Einbildung ist, aber es liegt nun mal nahe. Im Altersheim sterben ständig Leute. Dass das selbst für Berufserfahrene keine angenehme Atmosphäre ist, ist ja klar. Wir reden schon gar nicht mehr darüber, aber das ist ja auch keine Lösung. Wie kann man denn diese Schatten sinnvoll erklären, ohne sie als verrückt hinzustellen? Antwort: Mir ist sowas auch schon mal passiert. Ich war circa 7 Jahre alt. Ich war bei meinem Freund und wir haben uns unter seinem Hochbett eine Höhle gebaut. Dann haben wir noch die Fensterläden zugemacht, keine Ahnung, warum. Dann war es stockdunkel. Wir hatten nur eine Taschenlampe, die wir hingelegt hatten. Wir haben ganz friedlich miteinander geredet, bis mein Freund auf einmal fragt: Sag mal, siehst du auch den Schatten da? Ich hab gesagt: Wo denn? Und dann leuchtete mein Freund auf die Wand. Und tatsächlich. Da war ein Schatten von einem Menschen, circa 1,70-1,80 groß. Wir haben ihn beide ganz deutlich und direkt vor uns gesehen. Er stand still. Und er hatte einen Hut auf. Nun denkt mancher vielleicht, das wäre der Schatten von einem von uns gewesen. Aber das wäre gar nicht möglich gewesen, denn mein Freund hat die Taschenlampe ziemlich weit vor sich gehalten, und ich hab hinter ihm gestanden. Wir standen ein paar Sekunden wie versteinert da. Aber dann stürzten wir beide zum Lichtschalter und machten das Licht an. Und dann war der Schatten weg. So, als wäre er nie da gewesen. Ich glaube schon, dass es diese Schattenmenschen gibt, dass sie in unserer Welt leben, und dass sie vielleicht sogar ziemlich viel über uns wissen. Auch jetzt, als ich den Text hier geschrieben habe, hatte ich manchmal den Eindruck, dass ein menschlicher Schatten neben mir steht. Fall 20. Es gibt lustige und schlechte Erfahrungen mit dem Gläserrücken. Ich habe damit eine böse Erfahrung. Ich fasse dieses Spiel nie wieder an. Meine beiden Freundinnen und ich haben einfach zu viel damit gespielt und sollte das bald einen Riesenschrecken einjagen. Am Anfang war alles normal, nur gute Geister, die uns alle dämlichen Fragen beantwortet haben.
Einer hatte sogar mit uns gespielt, meine Freundin hatte das Nein im Kreis verdeckt, so dass das Glas dort nie raufrutschen konnte. Als wir das Spiel beendet hatten und uns von ihm verabschiedet hatten, nahmen wir alle unsere Hände vom Glas. In dem Moment schob sich das Glas aufs Nein, damit wollte er uns zeigen, dass er gewonnen hatte. Es war lustig, aber wenn man sie ärgert, kann es nach hinten losgehen. Einige Spiele später, wir hatten es monatelang fast jedes zweite Wochenende gespielt. Der Onkel meiner Freundin erzählte uns von einem Mädchen, das zu viel gespielt hatte, es hatte den Geist geärgert und er schlug sie so stark, dass ihr halbes Gesicht verbrannt war und sie im Komazustand im Krankenhaus lag. Ihr Kopf wäre so stark verdreht, dass ihr Genick eigentlich gebrochen sein müsste. Wir haben uns über die Geschichte lustig gemacht und gesagt, er will und wäre erschienen. Wir diskutierten darüber den ganzen Abend, dass diese Geschichte doch zumindest in der Zeitung oder in den Nachrichten sein müsste, da sowas ja nicht alle Tage geschehen würde, ohne dass jemand darüber berichtet. Jedenfalls spielten wir an diesem Abend nicht. Kurz nach Mitternacht und einigen DVDs legten wir uns schlafen, das Bett stand in der Mitte vom Raum an der Wand geradeaus, wenn man zur Tür hereinkam. Meine Freundin schlief in der Mitte, ihre Schwester außen zur Fensterseite und ich schlief außen an der Wandseite und geradezu vor dem Bett war die Tür. Ich döste langsam in den Tiefschlaf und die Katze von meiner Freundin machte sich bei mir am Fußende breit. Ich hörte nach einer Weile ein tiefes Brummeln, ich schaute auf und sah einen großen Schatten in der Tür stehen. Ich weckte meine Freundin und sagte ihr, dass ihr Onkel in der Tür stand und irgendwas will. Ich legte mich hin, um weiter zu schlafen. Sternpu hab immer Herzklopfen, wenn ich die Geschichte erzähle. Stern, meine Freundin setzt sich auf und sagt, dass es nicht ihr Onkel ist. Ich dachte, sie hätten sich alle zusammengetan und wollten mich erschrecken. Ich zog die Decke an und rief nur noch, wenn du mich anfasst, schlag ich dich. Meine Freundin sagte im panischen Ton, dass er jetzt neben mir stünde und sich zu mir runtergebeugt hatte. Ich ballte die Faust und dachte jede Sekunde, dass ich zuschlagen werde. Ich nahm meinen Mut zusammen und richtete mich im Bett auf. In der Zeit stand der Schatten schon wieder am Bettende und hatte sich zur Katze runtergebeugt. Es sah aus, als ob er sie anfassen wollte, und die Katze fauchte kurz und sprang über meine Füße einen Riesenumweg über meine beiden Freundinnen und rannte weit weg von dem Schatten zur Tür hinaus. Im selben Moment schrie meine Freundin nach ihrer Mutter. Die schaltete in ihrem Zimmer schon das Licht an. Der Schatten schien zu sehen, dass sich die Mutter auf den Weg machte, auch das Flurlicht anzumachen. Er verschwand zum Flur und als das Licht anging, war er verschwunden. Ich kapierte nicht, was da passierte. Ich meckerte meine Freundin an, dass sie mich nicht so verarschen sollte. Sie schwörte aus alles auf ihre Familie und Religion, dass sie mich nicht verarschen. Wir riefen den Onkel, der in einem der Nebenzimmer schlief. Er kam verschlafen ins Zimmer. Erst da merkte ich, dass er nicht mal so groß wie der Türrahmen war, der Schatten war viel größer als die Tür und niemand in dieser Familie ist so groß gewesen. Seitdem haben wir uns geschworen, dieses Spiel nie wieder zu spielen.